Von oben sieht's nach Paradies aus, unten erscheint es vielen als Hölle. Das Flüchtlingslager auf der Insel Manus existiert offiziell nicht mehr, die Tore sind auf. Aber die 600 Männer, die hier seit Jahren sitzen, wollen nicht raus. Das Lager war immer ein verhasstes Gefängnis, doch das Leben hinterm Zaun bot Schutz. Da draußen kann keiner für unsere Sicherheit garantieren, ich gehe nicht weg. Wir haben Angst, wir bleiben. Die Einheimischen sind bewaffnet mit Messern und Macheten. Sie bedrohen uns, sie machen uns fertig. Tatsächlich gab es immer wieder Konfrontationen, Übergriffe, Gewalt. Von wem die ausging, lässt sich kaum sagen. Aber Fakt ist nun, Australien hat das Lager aufgegeben, so wie Papua-Neuguineas oberstes Gericht es angeordnet hat, weil es illegal sei. Das Personal ist weg, der Strom auch, Lebensmittel werden knapp. Die Flüchtlinge graben Brunnen, sammeln Wasser zum Trinken in Mülltonnen. Die Australier haben uns hierher gebracht, jetzt sind sie einfach weg. Sie sind verantwortlich und lassen uns hier hocken. Australien war ihr Traumziel, aber das haben sie nie erreicht. Jedes Flüchtlingsboot, das diesen Kurs nimmt, wird von der Marine umgedreht, zurückgeschickt, wohin auch immer. Oder die Flüchtlinge werden auf entlegene Inseln gebracht, Inseln wie Manus. Australien zahlt Millionen, Hauptsache kein Fuß auf australischem Boden. Dort stützen viele Bürger den Kurs der Regierung oder sie schweigen. Es scheint, als wollten sie lieber nicht wissen, was sich auf den fernen Inseln abspielt. Empörte Demonstranten sind die Minderheit. Sie treten die Menschenrechte mit Füßen, behandeln Flüchtlinge wie Verbrecher. Was auf Manus geschieht, ist nicht akzeptabel. Die Bedingungen dort sind schrecklich. Manus hat schon immer einen miesen Ruf. Im Lager haben sich viele verstümmelt, sogar umgebracht, aus purer Hoffnungslosigkeit, weil keiner wusste, ob er je wieder wegkommt. Mark Isaacs war als freiwilliger Helfer der Heilsarmee dort. Sein Bericht? Grausam. Da waren Männer, die sich die Pulsadern aufschnitten, welche, die sich die Lippen zusammengenäht haben. Sie versuchten, sich irgendwie das Leben zu nehmen, sich zu erhängen, von Gebäuden zu springen, sich zu vergiften. Einer hat Rasierklingen geschluckt. Alles Beweise für ihr Trauma, den Stress. Dieses Lager der Qualen könnten sie nun also verlassen, die Insel aber nicht. Neue Quartiere wurden versprochen, doch dort fühlen sich die Fremden dem Hass der Einheimischen ausgeliefert. Das Land ihrer Träume hat dazu eine klare Haltung. Australien sagt, ihr seid nicht unser Problem.